Halli und hallo, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch hier wieder mal bei den Sims. Jetzt auch endlich mit dem Don. Der Don findet es auch klasse, hier eingezogen zu sein. Der ist ziemlich begeistert. Und ja, er hat auch Wünsche in Pfütze spielen, sich im Spiegel frisch machen und freundlich zur Laura sein. Freundlich zur Laura sein ist doch eine gute Sache. Und vielleicht kann er auch mal hier die Tofu-Tacos essen. Die Laura macht ein Getränk. Ich glaube, die Laura hatte sich doch eigentlich die Tofu-Tacos geholt, oder? Naja. Muss sie sich halt nochmal was anderes holen. Und vielleicht auch das verdorbene Essen aussortieren. So, trinken. Nee, nicht was Neues holen. Laura, du bist unmöglich. Ich... So, ein schönes Abendessen von den Zweien. Hier ist irgendwas buggy. Süße Nichtigkeiten flüstern geht nicht weg. Trainingsgerät kaufen. Ja, ihr lieben Leute, da müsst ihr noch ein bisschen sparen. Da muss der Don erstmal ein bisschen was arbeiten gehen, damit ihr hier Trainingsgeräte kaufen könnt. Ist halt so. Griffin New Play. Tribna. Manu Varek. Chrono Chedge. Meine lieben Freunde, es kommen ja auch bald die Haustiere bei den Sims. Ich freue mich schon so drauf. Ich weiß immer noch nicht, ob wir der Laura und der June eine Katze oder einen Hund oder was auch immer, die für Haustiere haben sollen. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Auf jeden Fall freue ich mich so mega darauf. Es wird bestimmt toll. Oh, und wir kriegen wieder Besuch von Vampiren. Lassen wir ihn mal rein, oder? Es kommt jede Nacht hier irgendwie ein anderer Vampir vorbei. Ich habe immer das Gefühl, es werden noch mehr. Ich hoffe, Vampire werden nicht eifersüchtig oder sowas. Ich weiß ja nicht, warum der hier immer vorbeikommt. Der war schon öfter da, glaube ich. Kann man mit ihm zusammen Vampir-Lebensstil loben? Nee. Kann man irgendwie mit ihm zusammen so joggen gehen? Ich glaube nicht. Bitten in die Sterne zu gucken. Nach anderem Sim fragen. Fragen wir ihn mal über die June. Wo sind die June? Ist nicht in unserer Liste. Doch, hier. Da kommt schon der nächste Vampir. Ist doch ein bisschen verrückt. Machen wir jetzt hier eine Vampirparty oder wie? Von Vampiren schwärmen. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir bei Vampiren über Vampire schwärmen. Die machen uns dann vielleicht noch zu einem. Es sind halt schon zwei bei uns im Haus. Werden immer mehr. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr vorbei. So, ich würde sagen, die Laura entzieht sich der Sache jetzt mal ganz vorsichtig. Und der Don, der kann sich ja hier noch ein bisschen... Soll mal auf die Toilette gehen und sich dann ein bisschen nützlich machen. Kann auch ein bisschen seine Fähigkeiten trainieren. Der pinkelt im Stehen. Unmöglich. Ich weiß auch nicht, was das mit unseren Sims ist. Die June spült nicht ab, der Don pinkelt im Stehen. Das sind alles so hier eine Schweinebande, ist das.
So, die June ist saumüde, die ist einfach auf der Couch eingepennt. Monster unter dem Bett einsprühen, was? What the fuck? Was hat die June denn jetzt für Paranoia wieder? Wirklich? June! Gribix Shirsha, Webisu, Moinam Jabin Napsa. June, da ist kein Monster unter deinem Bett. Okay. Geh einfach schlafen, June. Die Vampire sind echt unheimlich. Was hatten die June alles für Buffs? Glücklich, dekoriert wegen guter Umgebung. Ja, die June hat halt ein gutes Zimmer, das muss man sagen. Neugierig auf Gruppe, wegen Nichtteilnahme an Gruppenversammlungen. Oh, das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Die sollte sich vielleicht wirklich mal um ihre Gruppe kümmern. Die Gartenzwerge. Der klaut unser Buch, der Vampir. Ich glaube, so Vampire als Verbrecher wären auch nicht schlecht. Die teleportieren sich irgendwo rein und wieder raus. Zack, haben sie was geklaut. Kann man auch so machen, ne? Wenn die June dann aufsteht, kann sie da vielleicht noch was essen. Und was macht der Don? Wegwerfen. Was wirft er denn weg? Oder, ja. Mülltonne muss man aufheben. Freund. So, jetzt kannst du es nochmal machen. Ist jemand umgetreten? Wer das wohl war? Ernten. Kannst du auch mal machen. Wenn du schon hier wohnst jetzt, Don, dann kannst du dich auch mal nützlich machen. Schon wahr. Wie sieht's denn aus mit der Laura und ihren Fähigkeiten? Ihren Tagesaufgabe abgeschlossen. Fitness Level 7. Alle Sims wollen gesund bleiben. Fitnessbewusste Sims legen alles daran, ihren Körper in Bestform zu halten. Fitness kann man auf dem Laufband, an der Hantelbank oder an der Sandbank trainiert werden. Boah, das sind wir eigentlich gut dabei. Die Laura mag den einen Vampir nicht. Die haben hier ständig so Minuszeichen. Die Laura, die kann schon ganz gut jetzt inzwischen joggen. Bei so einer Steigung kriege ich das nicht mehr hin. Die macht da so ein Intervalltraining, ne? Immer so ein Stückchen langsamer, dann schneller, dann ganz weit nach oben. Jemanden küssen. Der Don will jemanden küssen. Wie sieht's überhaupt mit ihm und seinen Belohnungen aus? Eigener Betrieb? Nee, das wollte ich nicht. Der Don hat in 5 Tagen Geburtstag. Auch interessant. So. Daten durchsuchen. Ja, da brauchen wir einen Computer wieder. Was kann man da machen? Merkmale. Blitzputzer. Ja, der Don hat natürlich noch nichts. Weil wir ihn ja bisher nicht gesteuert haben. Aber ich würde sagen, so Sportskanone und irgendwie was mit Romantik braucht er dann schon. Damit sein Merkmal, seine Merkmale, sein Bestreben so ein bisschen unterstützen. Jetzt, das habe ich gemeint. Diese Steigung hier, ne, meine Freunde, das ist schon ganz schön enorm. Und die Laura schwitzt richtig. Bei Sims 3 war das ja so, da konnten die Sims ja so richtig Kampfkunst lernen. Durch das Urlaubserweiterungspack war das dazu gekommen. Und das vermisse ich hier so ein bisschen, weil dann konnten die halt so richtig gegeneinander Sparring machen. Also die konnten so richtig miteinander kämpfen. Das wäre halt für die zwei voll nice, aber können die jetzt nicht.
glaube, das geht so nicht. Ich glaube, man kann nur ihn trainieren oder so. Also die Laucha könnte ihn trainieren. Soweit ich das weiß, geht es. Da muss sie das Merkmal Mentorin, glaube ich, erlernen. So, die Jun könnte ich hier mal bewässern, wenn sie denn aufgestanden ist. Ja, und die zwei sind hier einfach fleißig mit dabei. Der Don Lothario hat die Stufe 4 erreicht. Ist doch ganz gut. Und die Laucha ist müde. Schon fast so einen Sekundenschlaf gehabt. Ich kann aber ruhig erst noch duschen gehen. Sollte sie schon noch aushalten, wenn sie erst duschen geht. Und dann schlafen, würde ich sagen. Ab ins Bett. Spulen wir das mal noch ein bisschen vor. So, ja. Ach so, das klappt nicht natürlich. Kann ja nicht. Wenn er da noch eine Sache in der Warteschleife hat. Naja, vielleicht hätten wir ihn irgendwie auch noch duschen lassen sollen. Weil, na gut, kann ich verstehen. Hat er keinen Bock gehabt. So, die Jun, die schläft und schläft und schläft. Die können wir jetzt eigentlich mal aufwecken. Mann, der duscht aber ganz schön lange, der Don. Dann probieren wir es doch mal andersrum. So. Geht denn der jetzt hin? Eieiei. Die Jun hat alles bewässert. Könnte die Jun jetzt auf die Toilette gehen? Und dann könnte die Jun ja eigentlich mal wieder was ausgraben. Und mal angeln. Hat die heute frei, die Jun? Aber wir machen das richtig. Wir duschen erst noch. Dann hält es ein bisschen länger an, die Stimmung von ihr. Könnten der Junior eigentlich mal ein neues Outfit verpassen, oder? Das wäre doch auch mal was. Vielleicht Zeit mal für ein neues Outfit. Ich soll aber ruhig erstmal ein... Jun hat eine Kapsel ausgegraben. Was mag wohl darin stecken? Ja, das ist eine gute Frage. Jun hat schon was gefangen. Die ist ja ganz gut geworden darin. Ja, und noch was gefangen. Können wir wieder im Laden verkaufen. Oh, Buntbarsch. Der sieht schön aus. Kapsel öffnen. Ja, lass mal die Jun mal hier. Die soll mal ein neues... Die soll mal... Können wir den Fisch damit dazu tun? Nee, geht nicht. Ne, brauchen wir ein größeres Aquarium. Obwohl der echt schön aussieht. Davon haben wir zwei sogar. Wir haben immer noch keinen Namen für den Goldfisch. Ja, was ziehen wir der Jun denn mal so an? Ich würde sagen, ich
will ja eigentlich nur ein neues Outfit, ne? Wir könnten mal Beziehung bearbeiten. Ich will doch keine Beziehung bearbeiten. Persönlichkeit will ich alles nicht bearbeiten. Ich meine, das sieht ja nicht so schlecht aus, was sie anhat, ne? Aber wir könnten es ja mal... Könnt ihr einfach mal einen frischen Wind vertragen. Und suchen wir doch mal was. Ah! Ein grünes Top vielleicht. Oder hier. Sie arbeitet ja jetzt auch viel im Laden. Vielleicht dann einfach, dass sie auch so ein bisschen eleganter aussieht. Eine lange weiße Hose? Nee. Langen weißen Rock. Einen langen blauen Rock. Einen langen grünen Rock? Nö. Langen braunen Rock. Fällt mir noch nicht so. Was ist denn das hier? Auch nicht schlecht aus. Die June könnte sich sowas durchaus leisten, glaube ich. Dann müssen wir aber nochmal bei den Oberteilen ran. Das passt dann nämlich noch nicht so ganz. Ach, das hat dann... Ja, okay. Ich raffe es. Nehmen wir mal das. Nee, das passt ja gar nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das könnte man nehmen, vielleicht mit einer anderen Farbe. Auch schwarz auf schwarz. Pink auf schwarz. Pink auf schwarz, oder? Lila auf schwarz. Nee, dann wenn schon. Dann das Zarte hier. Und die Schuhe. Schauen wir mal, die Schuhe gefallen mir eigentlich. Aber vielleicht können wir da auch was in der Farbe ändern. Das sind ja die hier. Wenn wir die schwarz machen, passen die doch schon viel besser zu dem Rock irgendwie. Oder pink. In der Farbe vom Oberteil. Ich glaube dann eher schwarz. Ah, ich glaube, das ist ganz gut. Dann sieht die Reddy-Schuhe. Nee, vorher war besser. Wenn die Schuhe ruhig anbehalten, die waren, sind eigentlich wirklich nicht schlecht. So. Ganz okay aus. Oh, übertreiben wollte ich es jetzt auch nicht. Gib mir denn schon mal so diese neuen Klamotten. Wollte mich jetzt nicht zu lange damit aufhalten. So, ich bin nicht sicher, ob es ihr gefällt. Und wir haben eine Trophäe. So, eine neue Puppe. Verspieltes Dekor. Passt ja zu June. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Gefällt mir, was wir da gemacht haben. Lina. Sie hat ja vorher auch einen Rock gehabt. Das heißt, wir haben ihren Stil jetzt nicht so komplett verändert. Aber sieht auch ganz gut aus. So, nice. Jetzt wollte ich nochmal gucken, die haben doch auch irgendwie bald Geburtstag. Der Don Lotario hat in 5 Tagen Geburtstag. Die June hat in 5 Tagen Geburtstag. Und die Laura? Auch. Was für eine Überraschung. Da gibt es eine Riesenparty. Alle werden gleichzeitig Geburtstag feiern. Oh, nee!
Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Don Lotario angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, das ist doch schön. So, kennt die June den eigentlich auch? Würde mich mal interessieren. Nee, die kennt den gar nicht. Dann müssen wir die unbedingt mal miteinander bekannt machen, glaube ich. Ah. Wäre mal dringend. So, June, komm, du kannst doch mal, Koch doch mal hier was. Du musst doch eh mal was kochen für deine tägliche Arbeit. Jetzt kannst du ruhig mal eine Familiengröße. Es sind ja auch inzwischen 3 Personen im Haushalt. Der Laura verpassen wir dann demnächst auch mal noch ein neues Outfit. Würde ich sagen. A beamy Shrozies, Nuloy. Finia Payfam, Scoompa. So, Firewall durchbrechen. Bei einer routinemäßigen Hintergrundüberprüfung stößt Don unerwartet auf eine Firewall. Er hätte nicht gedacht, dass die von ihm benötigten Informationen geschützt werden. Er kann die Firewall entweder durchbrechen, um detaillierter nachzuforschen, oder einen vorgesetzten Agenten. Nö, wir durchbrechen die Firewall, oder? Warte, Navi. Ein Geheimagent. So, er durchbricht die Firewall. Er stellt fest, dass nichts so ist, wie es scheint. Er übermittelt seine Erkenntnisse schnell dem Boss. Er stellt sich heraus, dass er ruchlose Machenschaften aufgedeckt hat. Leistungsverbesserung klein. Und 50 Simoleons extra. Heute bekommen wir viel extra. Viel extra Cash. Ist ja ganz gut, würde ich sagen. June macht sich ans Kochen. Und die Laura mixt Getränke. Wie schön das Leben der Sims eigentlich ist, oder? Ich glaube, die Laura bekommt gleich einen Fertigkeitenpunkt. Und die June hat schon Koch Level 7 Fähigkeit erreicht. Das ist auch relativ viel, muss ich sagen. Die kann schon echt ganz gut kochen jetzt. So, aber Hunger hat die Laura nicht. Dann können wir das wegräumen. Trainingsgerät kaufen, immer noch. Ich weiß aber nicht, was es kosten würde. Und zuerst ist die June dran. Mit ihrer Koch-Profi-Küchenstation. Ist nämlich ganz wichtig. Ja, meine lieben Freunde, ich sage euch dann hier an dieser Stelle, so friedlich wie die zwei hier beim Essen sind, erst einmal Tschüss und Bye-Bye. Habt viel Spaß auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Sims 4, eure Kalugia.